Ja, grüß euch vorab und wie geht's mir? Sehr gut. Sind gut angekommen da und fühlen uns recht wohl. Viel, viel besser als wie anfangs geglaubt in den Vorberichten. Also das ÖOC hat wirklich da einen Top-Job gemacht bis dato und bin sicher, dass auch der Rest der Spiele sehr positiv verlaufen wird, was die Rahmenbedingungen betreffen. Also von dem her sind wir wirklich sehr gut aufgehoben. Natürlich ist das Wetter aktuell sehr schwierig, glaube ich, einzuschätzen und für uns ist es auch dementsprechend schwer, richtig zu planen. Was Fakt ist, ich hätte das Abfahrtstraining sicherlich gebraucht, das zusätzliche. Das schmerzt jetzt schon ein bisschen, weil jede Fahrt, jeden Kilometer, jeden Meter, jede Hundertstelsekunde, jede Sekunde, wie man es nennen will, hätte ich Plus gehabt auf meinem Abfahrtskonto und das merke ich. Jeder Meter, den ich zurücklegen kann, der hilft mir irrsinnig. Ich habe gesehen, dass sie mit Balken injiziert haben und dementsprechend genügend Wasser drinnen sein sollte, was sehr positiv ist, weil ich glaube, dann haben wir wirklich auch, egal mit welcher Nummer, dass man unterwegs ist, nur die Möglichkeit, dass wir sehr schnell Slalomzeiten sehen werden. Aber grundsätzlich bin ich auch dort sehr positiv überrascht. Das war mir vor 2 Jahren gar nicht so bewusst, dass der Kombislalom so schwer eigentlich ist. Aktuell ist es brutal schwer einzuordnen. Mit knapp 3,7 Sekunden Rückstand ist Platz unter den Top 30 nicht möglich. Sprich, im Slalom hinten nachzufahren, würde natürlich jegliche Chancen auf Medaillen zunichte machen. Müsste ich einfach sehr stark mich steigern können in der Abfahrt, wie angesprochen vorweg. Ein weiteres Abfahrtstraining wird es nicht geben. Von dem her wird es sehr schwierig sein, dort nochmal ein Scheiferl zuzulegen. Also ich habe gestern schon versucht, wirklich, ich will nicht sagen, dass ich das Messer schon richtig zwischen die Zähne gehabt habe, aber für ein Training schon recht ordentlich Gas gegeben habe. Daher ist für mich echt, hätte man eigentlich erhofft, durch das, dass ich vor 2 Jahren da war, dass ich mit den besten Technikern mithalten kann, aber da fehlt einfach eine gute Sekunde. Irgendwo habe ich das aufgeschnappt im Internet, keine Ahnung, irgendeine amerikanische Studie gibt es, wo laut der sollte Österreich, glaube ich, 5 Goldmedaillen holen und 3 davon ich. This is not, it's not easy to handle this pressure because I have 3 chances and I think this will be my last 3 chances. That means no Olympic Games anymore for me. So you feel you're coming into this Olympics with considerably more nerves than any other Olympics before? For sure. You know, I know that this will be the last Olympic Games for me, so this is the last chance to catch up this big goal, to win a gold medal in a single discipline. And it is not easy to reach this goal.